Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Wir wollen heute ein Ipanema machen. Das ist ein alkoholfreier Caipirinha. Und bevor wir den machen, fangen wir noch etwas anderes an. Aber jetzt kommt erstmal unser Jingle. So, bevor wir jetzt mit unserem Ipanema hier anfangen, habe ich mir überlegt, möchte ich gerne morgen einen Eiskaffee machen. Und für diesen Eiskaffee gebrauchen wir natürlich einen Kaffee. Ich mache aber jetzt keinen normalen gebrühten Kaffee oder einen Espresso und gieße den dann über Eis oder gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Nein, ich nehme Cold Brew. Cold Brew haben wir schon mal gemacht, da gibt es ein Video zu. Das verlinke ich dir mal hier oben. Aber ich werde den jetzt ansetzen. Das heißt, ich habe hier meinen Filter von meiner Kanne. Ich habe hier diese Kanne. Da geht ein Liter Wasser rein und ich tue jetzt in diesen Filter 70 Gramm einen speziellen Kaffee für Cold Brew. Und das ist ein Kaffee, der ist ein bisschen gröber gemahlen. Und den tue ich jetzt hier rein. 70 bis 80 Gramm braucht man auf einen Liter. So, mein Kaffee, ich habe jetzt 73 Gramm Kaffee mir hier hineingetan und ein Gramm auf den Tisch verteilt, super. Den tue ich jetzt hier in meine Kanne. Das ist eine spezielle Kanne, die ich mir extra für Cold Brew gekauft habe. Da mache ich dir mal unten einen Link rein, kannst du sie dir ja mal ansehen. Und die fülle ich jetzt auf mit kaltem Wasser. So, ich tue da jetzt kaltes Wasser drauf. Und fülle die Kanne einfach auf. So, meine Kanne ist jetzt voll. Dann mache ich da jetzt den Deckel drauf. Und dann stelle ich mir die hier hin. Nicht im Kühlschrank. Das soll jetzt schön hier bei Raumtemperatur ziehen. Und immer wenn ich jetzt in die Küche komme, dann werde ich einmal kurz meine Kanne nehmen. Einmal so ein bisschen bewegen. Und dann stelle ich sie wieder hin. So, und jetzt zum Ipanema. Okay, dann wollen wir jetzt mal starten mit unserem Caipirinha ohne Alkohol. Das ist im Endeffekt ganz einfach, der nennt sich Ipanema. Und als allererstes müssen wir uns eine Limette klein schneiden. Und während ich jetzt hier meine Limetten klein schneide, wäre ja für euch die Zeit, um uns einen Daumen zu geben und zu abonnieren oder vielleicht das Glöckchen anzumachen. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Ideen, was wir mal machen sollen, schreibt es uns einfach unten rein. Ich habe hier meinen großen Topf mit meinem braunen Zucker. Davon nehme ich jetzt 2 Teelöffel und tue die hier einfach über die Limette. Oh, ich mag es sehr süß, ich meine nehme 3. Und dann wird das Ganze gestößelt. Man darf nicht zu lange stößeln, weil wenn man zu lange stößelt, wird das Ganze sehr bitter und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb mal so kurz anstößeln. Wir haben ja hier schon Saft ohne Ende bekommen. Das reicht uns schon. Wir brauchen jetzt 4 bis 6 cl Maracuja-Saft, Nektar. Ich tue die jetzt hier mal eben schnell hinein. So. Und dann brauchen wir 4 cl Ginger Ale. So, das tun wir uns da mal eben rein. So, dann kommt da jetzt schön Eis drauf. Ich habe leider heute kein gecrushedes Eis, somit sind es nur Eiswürfel. Normalerweise füllt man das bis oben mit gecrushedem Eis auf und dann sind wir auch schon fertig. Dann kommt da jetzt schön unser gläserner Strohhalm und Rührhalm rein, dann rühren wir das einmal um, warten noch mal kurz einen ganz kleinen Moment, bis das schön durchgekühlt ist und dann probieren wir das mal. Prost, ich genehmige mir jetzt ein Ipanema. Mal kurz probieren. Und? Oh, ich will mehr. Schmeckt? Ja, richtig geil. Nur knallt nicht. Wie langweilig. Nein, ist gar nicht langweilig.
Weil wir wollen ja gar nicht so viel Alkohol immer trinken, ist auch gar nicht gut. Und bei diesen Temperaturen, die wir hier momentan haben, ist es gar nicht gut. Ein bisschen säuerlich ist es. Aber das finde ich ganz geil gerade. Schönes Getränk, schnell gemacht, einfach gemacht, habt ihr ja gerade gesehen. Von daher super easy. Ich kann euch noch mal eben was anderes zeigen. Hier ist mein Cold Brew, den wir gerade eben angefangen haben. Der ist hier schon fertig. Im nächsten Video oder übernächsten, werden wir sehen, vielleicht setze ich mal das auch nebenbei, mache ich aus diesem Cold Brew einen wunderschönen Eiskaffee. Also schön gucken, kommt bestimmt auch in den nächsten Tagen. Und morgen. Ja, nee, morgen, ja, vielleicht auch morgen, mal gucken, wie ich das gleich geschnitten kriege alles. Das war's dann auch schon wieder. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten reinschreiben, Daumen geben, freuen wir uns mega drüber. Ich genehmige mir jetzt noch ein paar Ipanemas und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich sage tschüss. Danke. Und Frank von foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.